Willkommen zurück zu Advance Wars. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen heute die Mission Luftabwehr. Raketenumissiles sind Thema in diesem Briefing über Fernangriff. Und das werden wir uns jetzt gleich mal ein wenig ansehen. Meine Vorgesetzten waren leider sehr unachtsam in letzter Zeit. Der Gegner besitzt Jäger und Bomber im Gegensatz zu uns. Zumindest konnte ich uns einige Missiles zu Übungszweck beschaffen. Außerdem besitzen wir Raketen. Nach allem, was du, Chris, geleistet hast, ist das das Mindeste. Scheinbar ist uns der Feind immer etwas überlegen. Das tut mir leid. Naja, marschieren wir los. Ja, uns wird fast nichts anderes übrig bleiben. Hier bei Mission Nummer 9 der Luftabwehr. Du hast da eine gut bestückte Armee zusammengestellt. Diesmal sind die gegnerischen Bomber gut versorgt, wie es scheint. Wenn du sie nicht schlägst, werden sie deinen Einheiten sehr schaden. Doch sie stehen über der anderen Insel und sind nicht leicht anzugreifen. Hier sind Missiles äußerst nützlich. Sehen wir mal, wie die funktionieren. Wähle diese Einheit. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Einheit bekommen. Missiles können das Feuer auf Flugeinheiten aus der Distanz öffnen. Selbst Einheiten in 3 bis 5 Feldern Entfernung sind erreichbar. Drücke den A-Knopf, um das Befehlsmenü zu öffnen. Genau so. Feuer! Und einmal auf diesen Bomber hier. Und das funktioniert sehr gut. Der geht mit einem Schuss down. So wollen wir das. Sieh doch, Missiles können sogar Bombe erledigen. Da sie, anders als Flak-Einheiten, nicht direkt angreifen, erleiden sie auch keinen Schaden. Aber sie können nicht fahren und dann sofort das Feuer öffnen. Versuche nicht, den Gegner in Reichweite der Missiles zu bringen. Klug wäre es auch, sie mit Hilfe von Flak-Einheiten zu unterstützen. Testen wir nun den Raketenwerfer. Wähle diese Einheit an. Raketenwerfer sind im Grunde aufgemunzte Artillerie. Ihre Reichweite beträgt wieder der Missiles 3 bis 5 Felder. Öffne jetzt bitte das Befehlsmenü. Einmal und einmal auf Feuer. Und dann können wir hier, denke ich, auch mal einen dieser Panzer angreifen. Ich würde aber lieber den größeren angreifen, denn der sieht mir stärker aus. Und das funktioniert auch sehr gut. Die sind zwar jetzt nicht down gegangen, aber dennoch schwer beschädigt worden. Das ist gut. Sie richten nicht den gleichen Schaden wie Missiles an, aber es reicht. Der größte Vorteil der Fernwaffen ist der, dass sie keinen Schaden nehmen, wenn sie angreifen. Ein gegnerischer Direktangriff ist jedoch verheerend. Sie brauchen Schutz, genauso wie die Artillerie. Noch ein Wort zu Missiles und Raketenwerfern. Sie fahren auf Reifen, was sich ähnlich verhält wie auf Ketten zu fahren. Doch der Unterschied wird deutlich auf ebenem Gelände. Für mehr Info über Gelände oder Einheiten drücke die R-Taste. Alles Weitere überlasse ich dir. Hättest du gerne noch einen Rat? Ja, würden wir gerne noch brauchen. Versuche, so viele Einheiten wie möglich mit Hilfe der Flak-Einheiten und der Missiles zu schlagen. Bilde zum Schutz einen Ring um die Missiles und Raketenwerfer und der Gegner wird angreifen. Umzingelst du das HQ des Gegners mit deinen Truppen und dem Raketenwerfern, ist der Sieg fast dein. Sende Truppen mit deinem Transportheli oder arbeite dich langsam vor und umzingle das HQ. Es ist deine Entscheidung. Viel Glück! Alles klar, das heißt, wir sind jetzt noch immer an der Reihe und können noch ein wenig angreifen hier. Dann würde ich sagen, hauen wir mal mit diesem Helikopter hier den Panzertrupp hier mal K.O. Der zum Glück nicht mal zurückschießt und sich gleich verabschiedet. So, das heißt, mit diesem Flak können wir dann auch nichts mehr machen, oder? Das muss ja relativ nahe bei Gegnern sein. Ich werde jetzt hier mal ein wenig fahren mit den restlichen Einheiten, damit uns die hier nicht von oben angreifen können. Machen wir einen richtigen Schutz, weil das uns hier nichts passieren kann. Das sieht ganz gut aus. So, die positionieren wir vielleicht mal hier. Der sollte hier aufpassen, damit hier nichts passiert. So, und mit dem hier werden wir jetzt mal diese Typen hier einladen und in der nächsten Runde dann so weit wie es geht fahren. So, und die bleiben einfach hier stehen. Alles klar. Also was hat Nell gesagt? Wir sollen versuchen, sein HQ zu umzingeln und dann
es besetzen oder so viele Einheiten wie möglich umbringen. Oh Mann, jetzt greift er natürlich mit seinem Bomber unsere coolen Typen hier an. Das war ein schwerer Treffer. Und auch noch den Truppentransporter, was gar nicht gut ist, denn da sind ja Einheiten eingeladen. Zum Glück hat er das jetzt überlebt. Aber recht viel mehr darf er jetzt eigentlich nicht mehr tun. Hoffentlich ballern diese Helikopter jetzt wenig. Wieso ballern die nicht zurück? Wir haben jetzt viel verloren gegen diese Typen. Und er greift die Helikopter sogar nochmal an. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso zieht ihm das gar nichts ab? Das verstehe ich nicht ganz. So. Alles klar. Dann werden wir hier seine Bomber jetzt mal ein für alle Mal vom Himmel holen. Wieso können wir die nicht angreifen? Die Reichweite beträgt 3 bis 5 Felder und wir stehen zu nahe an denen dran. Das ist ja ein... Das ist ja gar nicht gut. Das heißt, dieser Helikoptergeschwader ist das Einzige, was wir jetzt hier angreifen können. Das ist zwar jetzt sofort mit einem Hit down gegangen, aber dennoch haben wir das Problem mit diesen Bombern noch immer. Ich werde jetzt vielleicht versuchen, diese mit den Helikoptern anzugreifen, wobei das wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Da können wir mit denen hier jetzt gar nichts tun. Keine Ahnung. Aha, wir waren noch in einem Menü drin. Sorry. Okay, mit dem hier können wir auch nicht viel ausrichten. Diese großes Panzer, den Panzertrupp abschießen, das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, weil wir hier nur mehr ein einziges Fahrzeug haben. Oh Mann. Also das ist gar nicht gut. Ballern wir jetzt trotzdem mal... Oh, auf diesen Bomber drauf. Wir können gar nicht schießen. Er hat uns jetzt irgendwie ganz schön in die Bredouille gebracht. Und ich weiß jetzt aktuell nicht, was wir hier machen sollen. Es sieht relativ schwierig aus, diese Mission. Ich habe schon gelesen, dass Advance Wars ein wahnsinnig schwieriges Spiel sein soll, aber das toppt ja alles nochmal, weil er mit seinen blöden Bombern hier freie Hand hat und uns nichts und wir ihm nichts entgegenzusetzen haben, so wollte ich sagen. Dieses Flakgeschütz, aber hier ist alles so eng, hier können wir überhaupt nichts ausrichten. Wir müssen unbedingt irgendwie diese Bomber vom Himmel holen. Anders geht es nicht. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Und mit dem Transporter vielleicht so weit wie es geht hier nach hinten. Und warten wir mal. Und diese anderen Typen, ja, was sollen die denn bitte machen? Transporthelikopter. Laden wir die mal hier ein und fliegen mit dem Transportheli hier herauf. Und dann lernen wir die Geschichte mal. Das war jetzt zwar auch eine eher riskante Geschichte, aber ich weiß sonst echt nicht, was wir hier machen sollen, Freunde. Es kommt jetzt ganz drauf an, was er mit seinem Bomber vorhat. Okay, er ballert wieder auf unseren Truppentransporter, der jetzt wahrscheinlich down gehen wird. Was gar nicht gut ist, denn dort sind ja die Truppen drinnen und jetzt haut er uns den Helikopter wahrscheinlich auch noch zusammen, ja. Oh Mann. Also jetzt im Moment sieht es eigentlich gar nicht besonders gut aus. Er geht immer auf unsere Truppentransporter. Jetzt haut er uns auch noch dieses Geschütz nieder. Ich glaube, ich träume. Das ist kaputt. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und er rückt mit fast allen Einheiten ziemlich nahe an unsere Basis vor. So, jetzt müssen diese Bomber aber unbedingt K.O. gehen. Unbedingt. Ja, zum Glück. Das war jetzt ein guter Treffer. Aber wir haben immer noch das Problem, dass er hier einen Helikopter hat, den wir jedenfalls im Moment nicht treffen können. Weder mit dem Flakgeschütz noch mit irgendwelchen anderen Einheiten. Also es sieht im Moment relativ düster aus für uns. Wir müssen trotzdem hier unsere
unser Hauptquartier so gut es geht verteidigen. Mit diesem Helikopter hauen wir jetzt am besten mal ab, denn der ist ja sowieso leer. So, jetzt bitte hier einmal aus den Bergen angreifen, oder aus dem Wald besser gesagt. Sind auch nicht down gegangen, verdammt. Hat auch so viele kleine Einheiten. Und hier oben wird es jetzt schon ganz schön eng bei dieser Straße. Also hier bin ich jetzt dann gespannt, ob wir überhaupt noch vorankommen werden. Aber ich glaube, wir können ihm sogar noch einmal diese kleine Infanterieeinheit abnehmen. Nein, können wir nicht, verdammt. Also das gestaltet sich ganz, wie wir es eigentlich nicht haben wollen. Vielleicht hier, ach, dieser Panzer kann wieder keine Helikopter angreifen, verdammt nochmal. Okay, dann soll es das für diese Runde gewesen sein, denke ich. Und es kommt jetzt ganz drauf an, was er jetzt vorhat, speziell mit seinem Helikopter. Okay, den benutzt er, um unseren Transporter anzugreifen, der natürlich gleich mal instant down geht. Jetzt können wir hoffentlich dann in der nächsten Runde mal seinen Helikopter angreifen. Das wäre jetzt wünschenswert und ich hoffe auch, dass der jetzt gleich mal down geht. Ja, zum Glück. Er hat keine Luftwaffe mehr, genauso wenig wie wir. Unsere ist ja schon noch länger K.O. Dann hauen wir jetzt diese kleinen Einheiten nieder und versuchen, sein Hauptquartier einzunehmen. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, was wir machen können. Aber verdammt, was... Ich sehe hier relativ schwarz. Wir haben nämlich hier so viele Einheiten stehen und die blockieren sich alle gegenseitig. Jetzt geht zwar diese Einheit down von ihm, aber dennoch bin ich hier nicht ganz zufrieden. Er hat hier bei seinem Headquarters nur mehr einen einzigen Panzer stehen, was sehr gut ist, aber wir können jetzt hier, wir haben keinen Transporter mehr, wir können hier jetzt nichts mehr ausrichten gegen ihn. Hier oben hat er auch noch einen Panzer, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Ach, die schießen uns auch wieder nieder, das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Das kann echt nicht wahr sein. Mit denen hier bleiben wir lieber hier im Gebiet des Headquarters und mit den kleinen Einheiten bewegen wir uns mal ein wenig vor in Richtung seines Hauptquartiers. So, dann soll es das gewesen sein. Wir sind jetzt wieder ein wenig oben auf, würde ich sagen. Wir haben ein paar Einheiten mehr als er und er nützt den Tag jetzt, um sich ein wenig auszuruhen. Schauen wir mal, ob wir hier aus der Stadt diesen Panzer wegballern können, denn der ist nämlich hier in seiner Stadt und lädt sich mit jeder Runde neu auf. Was war das jetzt bitte? Wir haben ihm keinen einzigen Punkt weggenommen und er hat uns, obwohl wir im Vorteil sind, einen Punkt weggeschnappt. So, das muss jetzt aber reichen. Ja, zum Glück. Zum Glück haben wir ihm jetzt ein Schnippchen geschlagen und ihn hier mal ein bisschen bearbeitet. So, jetzt ballern wir hier wieder mal aus dem Wald raus in Richtung des Flusses. Das sollte sich auch ausgehen, dass wir hier seine Einheiten ein bisschen dezimieren. Und eine Einheit haben wir hier ja noch, diesen Panzer. Der soll jetzt hier auch nochmal Arbeit leisten und hier drauf ballern. Ach, diese Einheit ist noch immer nicht K.O. gegangen. Wir haben zum Glück auch nichts verloren. So, können wir hier jetzt mit diesem großen Geschütz noch was ausrichten? Nein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir dieses Geschütz hier jetzt weit bewegen. Ich glaube, wir werden lieber hier mit diesem Panzer mal ein wenig hier in Richtung seines Hauptquartiers fahren. Ich glaube, das ist jetzt für den Moment die bessere Entscheidung. Und dieses große Geschütz bleibt lieber hier. Das kann nämlich nicht besonders weit fahren. Und wenn das hier aus dem Hauptquartier draußen ist und er irgendwie näher kommen sollte, dann sieht es für uns ganz böse aus. Also dann weiß ich nicht, ob wir noch eine reelle Chance haben. So, jetzt ist er aber mal fertig hier. Er steht zwar oben auf dem Berg, das heißt, er hat ein wenig bessere Deckungsrate, aber es geht sich dennoch aus, dass wir ihn hier schön vernichten. Das heißt, er hat nur mehr einen einzigen Panzer und den werden wir uns dann im Laufe der nächsten Runden holen, würde ich sagen. Wir fahren jetzt mit den Panzern so schnell wie es geht hier weiter.
Diese kleine Mecheinheit nehmen wir auch noch mit und ich denke, die restlichen Einheiten lassen wir einfach stehen, weil was soll er jetzt eigentlich noch machen, außer hier mit seinem Panzer aus der Basis rauszufahren? Eben, er kann fast gar nichts mehr machen. Wir haben jetzt, denke ich mal, die Oberhand hier in dieser Schlacht gewonnen und er muss sich, nehme ich an, geschlagen geben. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen, als dass er jetzt hier down gehen wird. Obwohl es am Beginn der Schlacht ganz anders ausgesehen hat. Okay, jetzt greift er unseren Panzer an. Das kann leicht sein, dass der jetzt noch down geht. Ja. Und das bedeutet, wir sollten jetzt vielleicht doch ein wenig aufpassen, was wir tun. Ich fahre jetzt mal mit diesem Panzer in die Stadt und hole den großen Kampfpanzer nach. Denn auf der Straße haben wir ja so schlechte Deckungsraten, da können wir ihm nicht besonders viel entgegensetzen. War klar, dass er jetzt uns wieder angreift hier in der Stadt. Oh Mann, was ist denn das für eine starke Einheit, bitte? Verdammt. Ich sollte vielleicht doch noch den zweiten Panzer nachholen zur Sicherheit. Legen wir mal diese kleinen Einheiten auch noch weiter, die können ja auch, wenn sie Glück haben, ihm ein wenig zusetzen. Denn wir haben jetzt nur mehr einen dieser großen Panzer. Und das Problem ist, dass er in einer Stadt steht, die auch ihm gehört. Wir haben zwar hier einen voll aufgeladenen Kampfpanzer, der zwar benzintechnisch schon ein wenig eingeschränkt ist, aber sonst noch relativ in gutem Zustand zu sein scheint. Aber wir fahren jetzt zur Sicherheit mal mit allen Einheiten hier aus der Basis raus, denn wenn es hart auf hart kommt, kann es sein, dass sich das jetzt nicht ausgehen wird, dass wir hier seinen Panzer umbringen. Doch, es sieht ganz gut aus. Ich glaube mal, dass sich das ausgehen wird. Aber er wird sich jetzt natürlich wieder aufladen. Da die Stadt ja ihm gehört, bekommt er wieder eine volle Ration. Und er macht nichts damit. Okay, also das ist dann schon wieder gut. Weil wir brauchen eigentlich diese Einheiten jetzt gar nicht mehr bewegen. Denn ich denke, die letzten 4 Punkte sollten ihm jetzt auch noch abgezogen werden. Das könnte sich vielleicht ausgehen. Aber wer weiß, wir wollen es ja nicht herausfordern. Wir greifen jetzt hier noch einmal mit voller Wucht an und hoffen mal, dass er dann down geht. Ja, das geht sich schön aus. Das war, denke ich mal, seine letzte Einheit und er sollte damit dann endlich geschlagen sein. Nach diesem doch eher bescheidenen Start haben wir es noch geschafft. Gut gemacht. Mach nur weiter so. Ah. Diesmal hatte ich überhaupt keine Chance. Nee. Warte nur bis zum nächsten Mal. Und das war jetzt wieder ein schöner Sieg. Ich bin schon gespannt auf unseren Rang. Okay, es ist der B-Rang. Also nicht allzu schlecht, aber natürlich auch nicht allzu gut. Es gibt nämlich, wenn ich mich nicht täusche, sogar noch einen S-Rang. Wenn man alles perfekt macht. Aber für den muss wirklich der Kampf ganz nach unseren Vorstellungen laufen. Und das tut er nicht. So, wir werden jetzt keine neue Mission mehr starten in diesem Part. Wir haben jetzt noch kurz die Zeit, hier uns einen kleinen Überblick zu verschaffen. Es gibt dann noch den Luftkampf, das ist die Mission Stürmische Wellen, Klimaschock und Kriegsnebel. Das war's dann aber noch gar nicht mit Advance Wars, sondern das ist ja erst so ungefähr das Tutorial. Es kommt dann also, wenn wir alle diese Missionen erfolgreich abgeschlossen haben, noch die echte Kampagne. Das heißt, wir werden schon noch einige Zeit beschäftigt sein mit Advance Wars. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir uns dann der Folge Luftkampf widmen. Ich hoffe, ihr schaltet da wieder ein und ich hoffe natürlich auch, dass euch dieser Part gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr dieses Let's Play oder auch mich unterstützen wollt.
Das würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.